Wir sind Theresa. Was es heißt, eine Ausbildung bei uns zu machen? Seht selbst. Boah, da gab es einige. Ich durfte den Smart präsentieren auf einer Veranstaltung von den Stadtwerken. Das war sehr cool mit Kollegen. Ja, natürlich eine Sache ist natürlich auch mit den Autos. Ich bin ja technischer Azubi. Für mich ist das sowieso was Besonderes, dass ich verschiedenste Autos bei Theresa fahren kann. Weil einem wird auch das Vertrauen gegeben, dass man wirklich alle Autos bewegen darf. Auch schon ja, am besten eigentlich vom Tag 1. Also mein coolstes Erlebnis war, als wir den neuen BRC-Prozess, also den Airport-Center-Prozess, programmiert haben. Und ich halt von Anfang an dabei sein konnte. Meine Ausbildung war tatsächlich das kurze Erlebnis, so die Anfangszeit, wo man alle Auszubildenden kennengelernt hat, die auch neu sind, mit einem starten und auch man so ein bisschen Einblick gewinnen konnte in die erste Zeit, was einem so bevorsteht. Als ich den AMG GT Viertürer 4 Monate vor der Präsentation schon mal sehen durfte und auch schon mal starten durfte, mich reinsetzen durfte, den schon mal fühlen durfte, das war schon ein ganz, ganz geiler Moment. Also besonders ist ja wirklich, dass man vielseitige Abteilungen hat. Man darf ja auch in jede Abteilung mal wirklich reinschauen. Ich war von der Rep-Annahme bis Verkauf, jetzt in der Personalabteilung. Es gibt so viele verschiedene Aufgabenbereiche und Abteilungen und das macht es irgendwie echt ganz cool. Ich möchte irgendwo arbeiten, wo ich auch nach der Ausbildung sein möchte. Und das zeichnet natürlich auch Theresa aus. Und auch, wie auch gerade schon wie auch bei der Frage davor gesagt, das Vertrauen, was uns gegeben wird, wie mit uns umgegangen wird, respektvoll, eigentlich immer. Ich würde sagen, die Abwechslung, die man tagtäglich hat. Ganz klar die Abwechslung. Also man ist nicht jeden Tag man ist eigentlich jeden Tag im selben Center, aber man hat immer irgendwie eine andere Aufgabe, was man tun muss. Und man geht eigentlich jeden Tag zur Arbeit und weiß nicht, was einem sozusagen bevorsteht. Dass ich wirklich in jede Abteilung einmal reinschnuppern darf, sogar selbst entscheiden darf, okay, hier möchte ich gerne mal hin, mit Frau Hagel da einfach mal drüber sprechen. Das fand ich schon, wenn ich so aus der Klasse gehört habe, mit das geilste Erlebnis. Also besonders macht sie, würde ich jetzt auch mal so behaupten, dass wir so viele Azubis haben. Also das ist, bekomme ich von anderen Berufsschulkameraden mit, dass sie irgendwie alleine da sind oder zu zweit oder zu dritt. Und wir sind halt so viele Azubis, die genauso auch in meinem Alter sind. Und das, würde ich sagen, macht es schon besonders. Da lernt man auch ganz anders und spricht über die Themen. Ich finde super, dass auf uns Azubis eingegangen wird, wir unsere eigenen Wünsche mit einbringen können. Und ich glaube, das hebt uns ab von anderen Unternehmen. Wir haben so ein richtiges Programm für Azubis und es wird sich richtig um mich gekümmert. Also das finde ich beim Theresa schon echt gut, weil ich habe auch hier mich erst richtig kennengelernt. Ein Chef? Ja, also ein Chef, wo man nicht immer das Gefühl hat, dass er nur ganz oben ist und von oben auf einen herabschaut, sondern auch, dass man auf der gleichen Wellenlänge mit einem Chef ist, mal wirklich mit Problemen dahin kommen kann und jedem Anliegen, dass man da sich keine Sorgen machen muss. Also einfach ein Chef, der nahbar ist auch. Das wäre für mich die beste Zutat. Perfekte Chef ist eigentlich motivierend, kritisierend, ja, und empathisch eigentlich. Der hat Verständnis für viele Sachen, auch wenn man Fehler macht. Der sagt dann nicht sofort, dass man, also der schnauzt einen nicht an, sag ich mal, sondern ja, sagt dann, du wirst was lernen, ich bin nicht sauer auf dich, beim nächsten Mal einfach anders machen oder besser machen vielmehr. Das ist eine gute Frage. Ja, auf jeden Fall nicht allzu streng natürlich, locker und ja, hat auch, also der auch Spaß an der Arbeit hat auf jeden Fall und dass man halt auch mit ihm irgendwie in der Arbeit zwischenzeitlich auch mal lachen kann. Oh Gottchen. Also er war ganz klar, also zuverlässig auf jeden Fall und sehr kommunikativ, weil ich es so wichtig finde, dass er mit allen Mitarbeitern irgendwie schon mal irgendwo in Kontakt getreten ist und wenn man ihn nur im Vorbeilaufen mal gesehen hat. Ja, das ist eine gute Frage. Wichtig ist vom Charakter her sehr locker, aber auch trotzdem die Ziele verfolgen, dass man auch einfach so ein bisschen persönlich gut mit ihm umgehen kann, aber trotzdem auch dann eben in der Arbeit vernünftig was erledigen kann und auch viel erreicht. Es soll jemand sein, vor dem ich Respekt habe, aber trotzdem, dass ich ihm offen und ehrlich sein kann. Momentan vielleicht, ja. Also ich bin gerade in der Abteilung, da ich denke, mein Vorgesetzter trifft das schon ganz gut auf den Kopf, ja. Ja, habe ich. Ja. Tatsächlich, ja. Dann würde ich behaupten, ja, ich denke, den habe ich schon gefunden. Ja, den habe ich schon gefunden. Ja, ich glaube schon. Ja, habe ich schon. Ich bin ja ein G-Klasse-Fan, ne? Eine G-Klasse würde ich mir direkt holen. Boah, 10 Millionen. Das ist ja viel zu hoch. Boah, AMG GT ist schon, vielleicht sogar den Pro dann. Das ist schon, also wenn man nicht vernünftig sein will, dann auf jeden Fall. Ein GT63 AMG.
Ui, 10 Millionen Euro. Das ist natürlich eine schwierige Frage, aber ich würde mich dann wahrscheinlich wie die meisten eventuell für die G-Klasse entscheiden. Ich glaube, für 10 Millionen Euro würde ich mir nicht nur ein Auto kaufen, aber wenn ich mich für eins entscheiden müsste, dann würde ich mir, glaube ich, den SLR McLaren holen. Ich glaube, ich würde mir eine G-Klasse G500 wahrscheinlich holen, in weiß, so schön peng. 10 Millionen AMG GTR Black Series, der jetzt rauskommt. GT4-Türer. Auf jeden Fall den G63. Dann würde ich mir vermutlich den G500 4x4 hoch 2 holen. Mein größter Wunsch? Also momentan ist mein größter Wunsch, die Ausbildung gut abzuschließen, wenn möglich sehr gut. Also ich habe da hohe Ansprüche auf mich und ja, wenn es gut läuft, am Ende sogar von Bresa übernommen zu werden. Mein größter Wunsch? Glücklich sein. Mit dem, was ich tue. Hier zu bleiben nach der Ausbildung? Ja, mein größter Wunsch, meine Ausbildung hier bei Bresa erfolgreich abzuschließen und dann im Anschluss dann auch übernommen zu werden. Mein größter Wunsch wäre, nach meiner Ausbildung übernommen zu werden und weiter in diesem Betrieb arbeiten zu dürfen. Ja, in Anbetracht jetzt der Ausbildung würde ich sagen, dass ich sehr gerne bei dem Unternehmen bleiben würde. Mein größter Wunsch ist, dass ich mir einmal eine eigene Finca auf Mallorca leisten kann. Mein größter Wunsch ist finanzielle Unabhängigkeit und dass ich einen Job habe, bei dem ich Spaß habe, aber trotzdem herausgefordert werde. Finanziell unabhängig zu sein und ja, lange gesund zu bleiben. In einem coolen Team, wo ich auch mich stetig weiterentwickeln kann und ja, wo ich auch Verantwortung übernehme. Nach meiner Ausbildung, ja, auch weiterhin hier hoffentlich bei der Bresa. Ja, nach meiner Ausbildung sehe ich mich auf jeden Fall im Kundenkontakt, da mir der Kundenkontakt sehr viel Spaß macht. Am liebsten natürlich auch im Verkauf, da muss man dann schauen, wo der Weg hinführt. Als Vertriebstrainee im Bereich Flotte für Großkunden. Also da mache ich mir im Moment gerade auch wirklich meine Gedanken drüber, weil ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Am liebsten würde ich nach der Ausbildung ja in dem Unternehmen bei der Bresa bleiben, aber mich auch gerne dann noch ja, weiterbilden. Ja, weiterhin im Marketing, dass ich Sachen gestalte, Projekte verwirkliche und generell einfach kreative Arbeit mache. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man die Möglichkeit hat, bei Bresa seine Stärken einzubringen. Man darf auch auf jeden Fall überall was zu sagen und überall seinen Senf zu geben. Und ja, ich würde auch einfach sagen, dass meine Stärken sind, dass ich einfach offen bin, kommunikativ denke und auch mitreden möchte. Und wie gesagt, gerade das kann ich sehr gut hier einbringen. Die Flexibilität auf jeden Fall ist einer meiner Stärken. Das ist auch eines der wichtigsten Dinge so rum in meiner Abteilung. Ich denke, dass ich mit anderen Menschen gut umgehen kann und schnell ihre Bedürfnisse auch erkennen kann. Und deswegen glaube ich, dass ich hier dadurch dann gerade im Kundenkontakt meine Stärken gut einbringen kann. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich auch in jeder Abteilung. Wir dürfen sehr viel Selbstverantwortung übernehmen. Ich kann zum Beispiel sehr viel organisieren und planen von Abläufen und das finde ich sehr, sehr gut. Also zuerst habe ich meine Stärken hier überhaupt erst gefunden. Durch alle Abteilungen eigentlich habe ich einfach gemerkt, dass ich zum Beispiel sehr gut im Kundenkontakt bin und auch mit Kollegen, also generell mit Menschen. Und ja, dass ich auch Aufgaben gut priorisieren kann. Ich finde es gut, wie man bei uns die Stärken einsetzen kann. Ich zum Beispiel schneide gerne Videos oder bearbeite Bilder oder fotografiere. Und das kann ich bei uns sehr gut umsetzen in der Marketingabteilung. Durfte ich E63 AMG und dann noch ein AMG GT. Ja. Da ging auch der ein oder andere Schweißtropfen über meine Stirn. Ein CLS 400. Es ist erstmal dann ein komischer Moment, wenn man mit der Kleidung da sicher reinsetzen muss. Passt man noch auf? Ja, das durfte ich. Ein S63 durfte ich schon mal fahren. Ja, ein Maybach 500. Da fahren viele. Der AMG GTR Pro, den durfte ich schon einmal fahren. Man darf das häufiger hier in der Werkstatt machen. Der C63, da war ich nämlich gerade eine Woche da und da durfte ich dann den C63 rausfahren. Mir wurde oft gesagt, lass alles heile, aber es ist alles gut gegangen und es hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Ja, der G63. Ja, schon ziemlich viele. Also eigentlich alle außer die G-Klasse, auch S-Klasse. Auf jeden Fall das spannende Umfeld mit einer schönen Fahrzeugmarke. Dementsprechend auch spannende Prozesse oder ja, ist einfach eine spannende Branche. Vorteil auf jeden Fall ist, dass Bresa ein sehr innovatives Unternehmen ist mit sehr vielen jungen Mitarbeitern. Und ja, der Standort in Münster ist natürlich auch sehr verlockend.
Also Beresa ist, was gerade was Ausbildung und auch Auszubildende angeht, sehr engagiert, kümmert sich viel darum und ist auch viel für die Auszubildenden da. Man hat immer irgendwie einen Ansprechpartner, der da ist, wo man sich dann wenden kann. Und das ist in vielen anderen Betrieben ganz sicher nicht so. Vorteile sind definitiv, dass man sich selber immer mit einbringen kann, dass man ernst genommen wird als Auszubildender und dass andere außerhalb Beresa auch sagen, wow, cool, da machst du deine Ausbildung, also es ist schon sehr gut anerkannt. Ja, die Vorteile sind, dass man sich viel selber einbringen kann, dass man eigene Ideen immer vorstellen kann und immer jemand da ist, der ein offenes Ohr dafür hat und solche Ideen dann auch wirklich realisiert werden können. Klar, wenn ich erzähle, yo, bei Beresa arbeite ich, die denken alle, ich fahre den ganzen Tag irgendwelche coolen Autos durch die Gegend und ja, manchmal auch, ja, du musst doch eh den ganzen Tag nur Autos waschen. Wie es wirklich aussieht, ist, dass ich klar auch mal coole Autos fahren darf, aber ich sitze jetzt nicht die ganze Zeit und fahre die Autos in der Waschanlage, sondern ich darf auch wirklich, ja, wichtige Aufgaben machen. Klar, also es gehört alles dazu für einen Azubi. Man muss auch manchmal eben irgendwo hinfahren, eine Zulassung machen und das Auto darauf waschen, aber man darf auch wirklich mal mitreden, an Projekten arbeiten und auch wirklich aktiv sein. Ja, ich bin jetzt ja in der Werkstatt, da kümmere ich mich auch den ganzen Tag um verschiedene Sachen. Natürlich in der ersten Linie Inspektion, aber auch viele andere Sachen, wenn Karosserieschäden sind oder sämtliche andere Sachen repariert oder ersetzt werden müssen. Und ich glaube, das denkt auch meine Familie, dass ich das mache. Ja, also wenn ich meinen Eltern und meinen Freunden erzähle, dass ich im Büro arbeite, denken natürlich alle, ich bin am Handy und das Arbeiten ist bei mir sehr tiefenentspannt. Die ist natürlich nicht so. Ich programmiere viel am Tag und bin viel wirklich am Arbeiten und vor allem auch hart am Arbeiten, da die Anforderungen jeden Tag, beziehungsweise jede Anforderung sieht anders aus und dementsprechend muss ich mich auch natürlich anpassen. Also ich glaube, meine Eltern und meine Freunde denken, ich fahre den ganzen Tag nur irgendwelche Autos durch die Gegend und fahre von einem Center in das andere. Und was ich wirklich mache, im Moment sitze ich an der Reparaturannahme, habe viel mit Kunden zu tun und nehme deren Fahrzeuge an. Fahre natürlich auch mal Fahrzeuge durch die Gegend, ganz klar. Aber hauptsächlich sitze ich im Moment, wie gesagt, an der Reparaturannahme. Ich glaube, meine Freunde denken, dass ich wirklich gar nichts mache auf der Arbeit. Meine Eltern denken, dass ich die ganze Zeit verkaufe. Und was ich wirklich mache, ist momentan halt bei Oliver Taschenmacher ihn begleiten, ihn in Kundengespräche begleiten, Angebote mit ihm zusammen erstellen, sogar Bestellungen ans Werk weitergeben, also sprich an die Disponenten weitergeben. So, das ist so das, was ich den ganzen Tag eigentlich momentan mache. Mein bester Kumpel, der hat mal mitbekommen, der fragt immer, und was hast du den ganzen Tag gemacht? Da habe ich häufig gesagt, ja, Ölwechsel. Er fragt mich dann immer, hast du wieder Ölwechsel gemacht? Und dann kann ich auf jeden Fall verneinen. Ich mache nicht die ganze Zeit Ölwechsel. Jetzt gerade bin ich zum Beispiel dabei, mit meinem Gesellen einen Motor komplett zu zerlegen. Und das ist ja was ganz, ganz anderes, was man auch nicht jeden Tag macht, aber es kommt schon häufig vor. Und das ist eben eine Aufgabe, die sehr, sehr anspruchsvoll ist, aber auch sehr, sehr interessant ist. Also die meisten denken, dass ich wirklich die ganze Zeit nur rumfahre und Fotos von irgendwelchen Autos mache oder auch einfach generell, dass ich einfach nur Bilder hin und her schiebe. Aber wirklich machen, ja, also ich mache tatsächlich auch viele Fotos und Videos, pflege unter anderem unsere Social-Media-Kanäle und auch sonst alles, was grafisch noch ansteht. Vom Plakatdesign bis hin zu Website-Inhalten bin ich auch mit eingebunden. Ich muss gestehen, ich bin ja relativ ohne große Erwartungen reingekommen. Also das war ja alles irgendwie echt spontan für mich. Aber ich habe mir schon gedacht, wow, bei Mercedes arbeiten wird bestimmt cool und das ist mindestens doppelt so cool, wie ich es mir vorgestellt habe. Ehrlich gesagt nicht. Also ich war noch so ein bisschen rosa-rote Brille, ne? Wenn man an einen Autohandel denkt oder an Autohändler, denkt man natürlich nur hauptsächlich an Autos und dass die verkauft werden müssen. Und wenn man sagt, okay, ich mache eine kaufmännische Ausbildung, dann bin ich das auch. Dem ist aber nicht so, auch wenn ich eine lange Zeit im Vertrieb war und das auch kennenlernen durfte. War es dann doch interessant zu sehen, wie es in anderen Abteilungen ist, die das Unternehmen ja auch tragen, ne? Wie eine Dispo oder ja, eine Verwaltung allgemein. Ich würde sagen schon. Also ich hätte jetzt gedacht, also in einer freien Werkstatt wäre ich, glaube ich, nicht so zufrieden gewesen, weil das ja noch irgendwie vielleicht ein bisschen alles vielleicht rauer zugeht. Also hier ist auf jeden Fall angenehmer, wie ich auch gehofft habe, dass die Leute einfach nicht in so einem rauen Ton, sondern dass man im ruhigen Ton, egal was es eigentlich miteinander umgeht, oder sachlich auf jeden Fall bleibt. Und davor hätte ich eher vielleicht bei einer freien Werkstatt eher Angst gehabt. Ja, ich habe es mir auf jeden Fall so vorgestellt. Es ist besser geworden, als ich es mir vorgestellt hatte. Wenn ich ehrlich bin, nicht. Ich habe gedacht, dass man auf jeden Fall viel mehr so Hiwi-Jobs machen muss. Deswegen ist es auf jeden Fall viel besser als erwartet. Nicht ganz. Also ich dachte vielleicht, ich sitze viel mehr hinterm Counter jetzt und habe gar nicht so viel zu tun. Allerdings ist es tatsächlich doch relativ abwechslungsreich. Der großen Ausnahme
Kaufmann, für den habe ich mich entschieden, weil er einfach facettenreich ist. Also da ich kann damit nachher sehr viel anfangen und dementsprechend wollte ich mich am Anfang schon etwas breiter aufstellen, für einen anderen Ausbildungsberuf zu entscheiden. Ich fand es einfach cool zu programmieren und zu wissen, was passiert, wenn man jetzt eine Codezeile schreibt. Viele denken zum Beispiel bei irgendwelchen Online-Shops, man klickt auf Kaufen und dann wird gekauft, aber die ganzen Prozesse, die im Hintergrund ausgeführt werden, das ist so das, was mich wirklich an dem Beruf reizt und auch interessiert zu sehen, beziehungsweise Sachen zu programmieren, womit Leute halt auch arbeiten. Da mich damals schon Autos sehr begeistert haben und ich auch schon immer was Kaufmännisches machen wollte. Und dann habe ich 1+1 zusammengerechnet und dann kam für mich der Ausbildungsberuf Automobilkaufmann raus. Also es war immer so im Hinterkopf, aber es war auf keinen Fall so, dass ich präsent gesagt habe, das oder nicht, sondern war im Endeffekt dann sozusagen die gute goldene Mitte, wofür ich mich dann entschieden habe. Ich habe vorher Kfz gelernt, da habe ich gesagt, okay, das mache ich nicht mein Leben lang, habe danach nochmal mein Fachabi nachgeholt, weil ich gerne Fahrzeugtechnik studieren wollte im Bereich Management, aber da habe ich auch schnell gemerkt, okay, das ist nicht mein Weg und dementsprechend habe ich gesagt, mit dieser Ausbildung möchte ich gerne in den Vertrieb gehen und dort werde ich jetzt auf groß oder ganz irgendwann landen. Mal, weil ich mit Autos zu tun habe und im Kundenkontakt bin. Ich wollte einen Beruf haben, in dem ich auch mit Menschen arbeiten kann, in dem ich nah am Kunden bin und natürlich, weil ich eine Leidenschaft für Autos habe. Ich glaube, das sollte nicht so ganz fehlen. Nee, ich bin da ehrlich gesagt relativ spontan dran gekommen. Ich hatte vor der Ausbildung ein Studium begonnen, was so gar nichts für mich war. Und dann habe ich mich einfach mal umgeschaut, was man so machen kann. Und ehrlich gesagt hat mir eine Freundin erzählt, dass sie bei Mercedes-Benz arbeitet und zwischendurch mal coole Autos fahren darf. Und da dachte ich mir, gut, was habe ich zu verlieren? Ich bewerbe mich einfach mal bei Beresa. Und dann, muss ich echt gestehen, bin ich auf diesen Job gekommen. Nee. Ich hatte lange Zeit Probleme zu finden, was ich eigentlich wollte. Bevor ich zu Beresa gekommen bin, 2-3 Probearbeiten bei möglichen Ausbildungsbetrieben, bis ich dann das Glück hatte, dass Beresa mich wirklich genommen hat. Und aber als es dann soweit war, wusste ich, okay, das ist er. Und auch mit der Beresa will ich zusammen in die Zukunft starten. Und doch, dann haben wir uns gefunden quasi. Schon immer der Traum nicht. Also Autos fand ich schon immer interessant. Mich auch immer für die Funktion interessiert. Aber dass ich genau in der Werkstatt schon immer möchte, wusste ich nicht. Mit der Zeit oder dann auch vor allem im Abitur, wo man dann das ganze Kaufmännische gemacht hat, habe ich gedacht, dass man das schon interessanter wäre, jetzt noch was für einen persönlich noch zu machen, was man auch als Hobby macht und dann vielleicht auch im Beruf ausleben kann, nämlich Autos. Einfach, dass man in der Schule oder auch auf der Arbeit viele Sachen über Autos dann erfährt und lernt. Und deswegen habe ich dann mich für die Ausbildung entschieden und halt dann hier entschieden, weil ich dann auch gerne hier bleiben würde. Schon immer mein Traum tatsächlich nicht. Der hat sich kurz vor der Ausbildung eigentlich erst rauskristallisiert. Tatsächlich von zu Hause aus relativ viel mit Autos zu tun. Also meine ganze Familie hat das irgendwie mit im Blut, aber bei mir war das nie so richtig Thema. Ich hatte immer so ein bisschen die soziale Ader mit drin und habe da gesagt, ich probiere es mit einer Bewerbung bei Beresa und dann wurde ich halt eingeladen und dann hat es geklappt. Weil ich bei mir in der Azubi-Klasse damals einen hatte, der bei Beresa gearbeitet hat und der dann immer mal so erzählt hat, was er alles machen darf, was ich alles nicht machen durfte. Und da habe ich gesagt, dann nehme ich mir die beste Firma, die ich finden konnte. Also, soweit ich mich zurückerinnern kann, habe ich früher immer schon gesagt, ja, ich möchte irgendwann mal was mit Autos machen. Und das ist es dann eben jetzt auch geworden. Mein Traum war es nicht, aber meine Cousine macht das auch. Und durch sie bin ich hier drauf gekommen, habe ich ein Praktikum gemacht. Und ja, deswegen habe ich das hier angefangen, weil mir das gefallen hat und ich das gerne machen wollte. Ist ein großer Name im Münsterland. Also wenn es um Autos und gerade erst um Mercedes geht, dann kommt man an Beresa eigentlich nicht vorbei. Und den guten Ruf, den Beresa trägt oder hat natürlich auch dazu beigetragen, dass ich sage, wow, super Ausbilder, was Beresa auch wirklich ist, muss ich jetzt nach knapp 2,5, 3 Jahren sagen. Hat natürlich auch dazu beigetragen, dass ich gesagt, okay, da willst du hin, Junge. Da willst du eine Ausbildung machen und bin wirklich glücklich, dass es auch geklappt hat. Für meinen Opa war es immer schon ein Wunsch, dass ich irgendwo bin, wo ich sicher bin als Arbeitnehmer. Und das ist hier auf jeden Fall gewährleistet. Und natürlich hängt es auch mit der Marke zusammen, dass man damit gerne arbeitet. Ja, Beresa ist ein großer Name und auch halt die Automobilbranche, die mich halt auch persönlich sehr interessiert. Und dementsprechend habe ich mich dann für Beresa entschieden. Ich habe mich für Beresa entschieden, da ich die Marke Mercedes sehr mag und mir das Unternehmen im Leitbild auch sehr gefiel. Wegen dem guten Ruf und auch wegen der Marke, ja, einfach weil ich denke, dass Beresa genauso wie Mercedes halt eine Marke oder ein Unternehmen ist, was sich dauerhaft weiterentwickelt und immer auf dem neuesten Stand ist. Beresa ist ganz klar bei uns in der Gegend auch ein Autohaus, was man kennt und was auch ganz klar einen guten Ruf hat. Und gerade auch was Auszubildende angeht, super effektiv ist und sich auch um die Auszubildenden kümmert.
Nein, es bekommt nicht jeder einen Dienstwagen. Wie gesagt, man darf manchmal Wagen fahren hier, um Sachen für die Mitarbeiter zu erledigen, aber man bekommt keinen Dienstwagen. Also wir Azubis leider nicht. Ich weiß nicht, ob das auch bei dem einen oder anderen so gelungen wäre. Das denkt man ja auch eigentlich. Ne? Anfangs jeder fährt dann so ein Auto nach Hause. Leider nein. Also nicht jeder bekommt einen Dienstwagen, aber das ist auch gar nicht so schlimm und auch verständlich. Ich glaube, das wäre schon schwierig für so viele Arbeitnehmer, für jeden einen Dienstwagen bereitzustellen. Also wäre es auf jeden Fall. Als Azubi auf jeden Fall nicht. Leider, wenn man sich dann später in der Karriere leider hochgekämpft hat, dann kriegt man auch einen Dienstwagen. Nein, das wäre schön. Aber nein. Nein, natürlich nicht. Bei der Beresa bekommt nicht jeder einen Dienstwagen. Klar hat man mal Autos, die man durch die Gegend fährt, auch selber von Beresa welche. Allerdings bekommt nicht jeder Mitarbeiter einen Dienstwagen. Nein, das ist nicht so. Also einen Dienstwagen als Azubi bekommt man schon mal nicht. Nein, das ist ziemlich cool. Aber nein, tatsächlich nicht. Es bekommen sehr, sehr wenige Leute nur einen Dienstwagen. Aber wir dürfen sehr oft mit den Autos trotzdem durch die Gegend fahren. Nein. Die Übernahmechancen bei Beresa sind, so wie uns erzählt wurde, sehr gut. Und man erlebt es ja auch, die Azubis aus dem dritten Lehrjahr, man sieht sie danach immer mal wieder in festen Anstellungen. Sehr gut. Wenn man bei der Beresa Leistung zeigt und auch sich engagiert, dann hat man eigentlich eine sehr gute Chance, übernommen zu werden. Die Übernahmechancen bei Beresa sind grundsätzlich gut. Man muss natürlich auch das passende Potenzial mitbringen und die passende Stelle finden. Also ich kann ja nur von dem berichten, was ich mitbekommen habe. Und da, was ich mitbekommen habe, sollen die Übernahmechancen sehr gut sein. Also man sieht viele Gesichter, die man aus dem dritten Lehrjahr kennt, dann auch später wieder in der Festanstellung wieder. Und deswegen würde ich sagen, dass die Übernahmechancen bei Beresa gut sind. Wir haben einen neuen Standort bekommen, den Airport Center. Dort kommen alle Fahrzeuge hin, die verkauft werden. Dort werden sie aufbereitet, smart repariert, nochmal vielleicht lackiert, foliert. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Standort für die Beresa und auch ein sehr vorteilhafter Standort. Das Unternehmen ist, seitdem ich hier bin, immer digitaler geworden und immer innovativer und achtet immer mehr auf den Trend, der mitgeht und bleibt nicht stehen. Dadurch, dass ich hier erst ein Jahr bei der Beresa bin, ist klar, vorher schon kannte, aber jetzt ist ja ein großer Umbau in Osnabrück und auch hier in Münster ist ja groß gebaut worden. Also es hat sich schon sehr modern und neu entwickelt. Wenn man sich den Standort hier in Münster anschaut, sieht man schon die ersten Schritte, wie es zum Jahr 2020 ging. In Osnabrück sind sie ja gerade dabei, den ersten Teil haben sie schon aufgemacht und Bielefeld ist ja schon umgebaut. Also ich bin jetzt erst 2 Jahre bei der Beresa jetzt beschäftigt, also ich habe 2018 angefangen. Also so wie ich das mitbekommen habe, entwickelt sich das schon sehr, sehr viel weiter im Moment. Zum Beispiel hier dieses Gebäude, wo wir auch gerade drin sitzen, das wurde ja 2015 erbaut und an anderen Standorten wird auf jeden Fall auch gerade immer weiter gebaut. Es wurde das Airport Center in Greven neu eröffnet, wo wir auch schon mit den Azubis einmal zugeschaut haben oder uns das anschauen durften. Und das war auch sehr, sehr groß. Also auf jeden Fall, es wird sich stetig weiterentwickelt. Gerade an den größeren Standorten merkt man das zurzeit sehr gut. Zum Beispiel in Osnabrück oder jetzt auch in Bielefeld wird alles umgebaut und ein neues Konzept wird quasi komplett aufgebaut. Und da merkt man auf jeden Fall, dass es äußerlich sich sehr, sehr verändert. Also das Unternehmen hat sich sehr weiterentwickelt. Wir haben neue Gebäude dazu bekommen. Wir haben Umbaumaßnahmen, die jetzt gerade noch laufen. Wir haben eine komplett neue Unternehmenssprache mit einem neuen Logo und neuen Farben entwickelt. Und auch was die Modernisierung betrifft, bezüglich zum Beispiel Notebooks, sind wir immer auf dem neuesten Stand und anderen Autohäusern oder Marken auch weit voraus. Ich als technischer Azubi bin bei mir in Dülmen. Das ist ein kleinerer Betrieb, allein in der Werkstatt. Aber es gibt auch 2 kaufmännische Azubis, mit denen ich mich auch gut verstehe. Also man unterhält sich auch so und versteht sich auch eigentlich gut. Das Miteinander unter den Azubis ist echt entspannt. Also man kann auf jeden zugehen und nett grüßen und also es ist echt cool und entspannt. Sobald man sich sieht und merkt, okay, das ist ein Azubi, ist direkt so ein Level da und man versteht sich eigentlich super und eigentlich sehr gut. Ich hatte noch nie ein negatives Erlebnis mit einem Azubi. Das Miteinander ist relativ locker und relativ cool. Man verbringt gerne seine Mittagspausen miteinander, auch wenn sie in einer Abteilung sind, zum Beispiel aus der Werkstatt. Das Miteinander unter den Azubis ist sehr schön. Es fühlt sich an wie eine Gemeinschaft. Man hält zusammen, man wächst zusammen, man ist ein Team. Sehr gut. Also man hat immer irgendwie einen Azubi, mit dem man quatschen kann oder dem auch sich unterschiedliche Erfahrungen austauschen kann auf jeden Fall. Und man hat immer irgendwen, der einem zur Seite steht oder gerade auch da ist. Boah, ich glaube sehr familiell, wenn ich so sagen darf. Ich glaube, es gibt nirgendwo große Streitigkeiten.
Seiten, dass man sagen muss, nee, den mag ich nicht. Und selbst wenn, kann man trotzdem noch mit diesen Personen reden, weil man relativ offen damit umgehen kann. Wir haben eigentlich immer alle einen super Zusammenhalt, helfen uns auch gegenseitig immer aus. Es entstehen auch viele Freundschaften, auch durch die Berufsschule, weil wir zum Beispiel bei uns in Bielefeld auch alle in einer Klasse sind. Und deshalb ist das Miteinander mega schön. Also wir sind ja echt viele Azubis im Gegensatz zu anderen Unternehmen. Und ich habe da echt Azubis, mit denen ich mich richtig gut verstehe. Also wir sind schon auf einem Level. Das finde ich ganz gut. Das Miteinander bei den Azubis finde ich sehr gut. Also man versteht sich mit den meisten Leuten wirklich sehr gut. Sind auch Freundschaften durch entstanden in der Berufsschulklasse und so weiter. Und finde es allgemein ein sehr angenehmes Verhältnis unter den Azubis. Man wird auf jeden Fall als fester Mitarbeiter und auch als feste Arbeitskraft akzeptiert. Man darf auch überall was zu sagen und man wird auch wirklich wahrgenommen und ernst genommen. Ich glaube, das variiert. Also ich hatte schon beides. Natürlich gibt es Tätigkeiten, wo man sich dann im ersten Moment denkt, oh, jetzt bin ich hier nur Azubi. Ne? Es gehört ja auch dazu. Aber ich hatte viel häufiger die Möglichkeit, wie ich am Anfang schon sagte, Verantwortung zu übernehmen und habe mich nicht nur wie ein Azubi gefühlt. Ich würde sagen, schon als fester Mitarbeiter, weil das in vielen Situationen eigentlich gar nicht so ist, ja, das ist jetzt der Azubi, der kann das jetzt nicht oder darf das nicht oder natürlich die Sachen mit dürfen immer noch mal so eine Sache, aber es wird schon in vielen Situationen, wo man dazu wie nicht denken würde, dass man gerade der direkte Ansprechpartner ist, wird man dann schon gefragt, also mich schon als festen Platz bei mir sehen. Also ich kann ganz klar bei mir im Bram schon mitreden, dass ich da auch voll mit eingespannt werde in alles. Also es ist nicht so, dass ich sage, du bist der Azubi, du darfst nichts machen, sondern es ist wirklich so, dass ich vollkommen mitarbeiten darf und auch alles mitmachen darf. Definitiv als fester Mitarbeiter. Man merkt eigentlich gar nicht, dass man Azubi ist bei uns, sondern man wird immer in jeder Abteilung so behandelt wie alle anderen Mitarbeiter auch. Man wird High Potential, indem man sich einfach die größtmögliche Mühe gibt. Man muss auch gar nicht übertreiben und jetzt unter irgendwelchem Druck stehen. Also ich finde, Druck entsteht da gar nicht. Man muss einfach wirklich die ganze Zeit sein Bestes geben und das möchte man ja auch. Und ja, so wird man High Potential. High Potential werde ich, indem ich sehr viel Engagement innerhalb der Teilung zeige und dies vielleicht auch über die Erwartung hinausgehen muss, weil ich muss mehr zeigen, als vielleicht verlangt wird. Aber wenn ich dann gewisse Zeit lang wirklich Engagement zeige, vielleicht auch dann meine ganze Ausbildung lang, kann es sein, dass ich ins High Potential Rating komme. Also Leistungsdruck sehe ich da drin gar nicht. Und High Potential, indem man geile Leistungen gibt. Das ist so, dass man von allen Azubis sozusagen ein Ranking erstellt wird und in diesem Ranking ja, wird dann zwischen den schulischen Leistungen und den Leistungen im Betrieb unterschieden. Die schulischen Leistungen, die setzen sich eben aus den Noten aus der Berufsschule zusammen und die betrieblichen Leistungen, die werden eben dann von dem jeweiligen Ausbilder im Betrieb zusammengesetzt und da ist dann so ein Fragebogen, den man sozusagen von 1 bis 5 ankreuzen kann, wobei 5 das Beste ist und 1 das Schlechteste und wenn du dann da gut bist und gut bewertet wirst, dann wird das vierteljährlich immer zusammengetragen von allen Azubis und wenn du dann unter den Top 20 bist, dann bist du sozusagen ein High Potential und mit diesen High Potentials werden dann immer Dinge unternommen, wie zum Beispiel Essen gehen mit der Geschäftsführung. Meine ersten Tage bei Beresa waren ja die Einführungstage. Es waren 2 Tage, in denen wir einfach mit allen Azubis eine Veranstaltung hatten, um hier erstmal ins Unternehmen reinzukommen. Und das war wirklich Wahnsinn. Es war erstmal eine riesige Masse an Azubis, die mit mir noch eingestellt wurde. Und dann hat man erstmal die ganzen Dimensionen gesehen, die Beresa da mit sich zieht. Und es war echt cool, weil man da wirklich gesehen hat, was die für die Azubis auf sich nehmen. Die waren cool. Die waren echt, echt super. Vor allem auch abends das Grillen mit der Geschäftsführung, die sich dann halt in, sag mal, in Würstchenwagen gestellt haben und dann für uns gegrillt haben. Also bei mir tatsächlich sehr gut. Mir haben auch diese Anfangstage mit allen Azubis sehr gut gefallen. Man hatte viel Spaß, hat alle einmal kennengelernt, konnte auch so ein bisschen in unterschiedliche Betriebe ganz also direkt schon reinblicken und hat einen sehr guten Überblick geschafft und war einfach ein schöner Start. Ich fand es sehr schön, dass man so die Leuchtturmbetriebe einmal sehen konnte und da einmal rumgeführt wurde. Ich bin natürlich in Bramsche angefangen. Deswegen war es schön, schon mal den großen Betrieb zu sehen und dadurch dann auch schon mal die ersten paar Leute kennenzulernen. Die ersten Eindrücke von mir waren sehr, sehr gut. Das kannte ich so von anderen Bekannten, die mir eventuell auch gesagt haben, wie das ja läuft, nicht so. Auf jeden Fall bei uns wurden 2 Tage direkt für uns, nur für die Einführungstage reserviert. Da haben wir gemeinsam gegessen, uns wurden die Betriebe gezeigt und man hat sich einfach kennengelernt und man hat Informationen bekommen, wie es jetzt ja die nächsten 3 Jahre weitergeht. Mega cool. Also man hat da an den Einführungstagen gemerkt, wie groß wir eigentlich sind, wie viele Azubis wir vor allem haben. In meinem Lehrjahr sind knapp 70 angefangen und es war auf jeden Fall super schön, alles mal kennenzulernen und auch da hat man sich sofort willkommen gefühlt.
Ja, wir hatten ja 2 Einführungstage. Ich wusste erstmal nicht, dass wir welche haben. Als dann so eine Post kam, dass wir Einführungstage haben, fand ich das erstmal schon positiv überraschend. Und die haben mir nochmal so einen frischen, guten Start in die Ausbildung gegeben. Die waren richtig gut und haben nicht nur mir einen Einblick gegeben, sondern auch meinen Eltern. Die waren wirklich sehr gut und überwältigend. Man hat sich wertgeschätzt gefühlt, weil es einfach ja wirklich ein großer Aufriss war dafür, dass wir jetzt, sag ich mal, nur die neuen Azubis sind. Ich glaube, es gibt auch sonst so, wie wir das hatten, an 2 Tagen. Erster Tag mit der Geschäftsführung und allgemeiner Vorstellung, am 2. Tag dann mit der Familie hier am Betrieb in Münster. Das gibt es sonst, glaube ich, nirgendwo in so einem großen Rahmen. Und es war einfach schon, obwohl man den ersten Tag quasi da war, sehr familiär. Mein wirklich erster Arbeitstag. Ich bin rumgeführt worden im Unternehmen. Mir wurde erstmal alles gezeigt und so die wichtigsten Leute wurden einem vorgestellt. Dann wurde einem ganz kurz die Abteilung noch erklärt, in der man dann in dem Monat ist. Und dann durfte man eigentlich schon wieder gehen, also ganz entspannt. Mein erster richtiger Arbeitstag war ganz cool. Ich war in der Rep-Annahme in Osnabrück und ja, ich wurde auch direkt aufgenommen und herzlich empfangen, aber dann musste ich auch direkt schon mitarbeiten, beziehungsweise nicht mitarbeiten, aber ich konnte mir direkt alles angucken, also eigentlich direkt rein ins Geschehen. Das hat mir auch echt gut gefallen. Total aufregend und spannend. Das war hier im Vertrieb, auch wenn ich den Vertrieb schon kannte durch ein Praktikum, was ich vorher gemacht habe, war das nochmal was anderes, weil ich jetzt in der Azubi-Kluft steckte als Praktikant bisher immer noch so, ja, da guckst du mehr, als was du machst. Azubi durfte ich dann, wurde ich dann direkt reingeschmissen, ich wurde nett empfangen, mir wurde alles gezeigt. Ich durfte dann quasi einem dann Azubi assistieren und der hat mir halt alles gezeigt und dann irgendwann, so wirst du immer weiter und weiter in die Abteilung eingeführt und dann bist du halt irgendwann ein richtiger Teil des Teams. Ja, meine Arbeitskollegen kannte ich ja schon von dem Probearbeiten, von dem kleinen Praktikum, nachdem man hier einen Test bestanden hatte. Ja, haben sich gefreut, dass man da ist und ja, dann hat es halt langsam angefangen erstmal. Wie war mein erster Arbeitstag? Boah, das ist jetzt schon ein bisschen her. Ich glaube, der war relativ entspannt. Ich habe im Bramsche an der Rep-Annahme gesessen, dort über die Schulter geschaut bei einigen Kollegen. Da ging die Zeit sehr schnell rum, weil da nicht gerade wenig zu tun ist. Man kann auf jeden Fall an Events teilnehmen, wann immer man möchte. Es wird auch immer ausgeschrieben in der Beresa-App. Also man verpasst auch eigentlich nichts. Und sofern man Lust darauf hat und Interesse an dem Event hat, dann kann man sich auch anmelden. Und eigentlich hat man auch gute Chancen, dabei zu sein. Ja, als Azubi, das wird auch ausdrücklich gewünscht. Es gibt ja mehrmals im Jahr auch Fahrzeugeinführungen oder Werbe-Events etc. etc. Und da hilft man dann gerne auch aus, auch am Wochenende und bildet halt dadurch auch nochmal eine super Gemeinschaft. Ja, man kann auch an Events teilnehmen, weil ja, wenn halt irgendwas ist, wo einem Azubis mit dabei sein können, kriegt man auch Benachrichtigungen. Man hat auch eine eigene Firmen-Mail, wo man alle Informationen bekommt. Und ja, man kann auf jeden Fall an Events teilnehmen und ich glaube, das auch schon, gibt es viele verschiedene. Ja, ganz klar. Es wird immer zum Beispiel in unserer App ausgeschrieben, welche Events gerade anstehen und dann kann man sich dort sag mal anmelden und sagen, dass man gerne mit dran teilnehmen würde. Ja, kann man, wenn man möchte. Man muss sich natürlich freiwillig melden, aber ich kann es nur jedem ans Herz legen, dort sich mal einzuschreiben, weil es macht echt riesen Spaß, an so einem Event mal teilzunehmen. Ja, kann man. Also zum Beispiel einen Stand am Nürburgring habe ich jetzt mitbekommen. Da kann man sich dann eben als Azubi anmelden, dass man gerne dabei wäre und dann kannst du da sozusagen das Unternehmen Beresa ein bisschen repräsentieren. Und wenn andere Leute dann Fragen haben, du sozusagen dafür zuständig, um die Fragen zu beantworten und wie es eben so läuft. Klar, definitiv. Wir haben zum Beispiel mehrere Jobmessen, wo wir mit Beresa auch vertreten sind. Da dürfen wir als Azubis auch mit dabei sein. Oder generell gibt es auch noch ganz viele andere coole Veranstaltungen und wir dürfen uns immer mit einbringen und haben die Möglichkeit, überall dabei zu sein. Ja, man kann an Events teilnehmen. Das wird auch ausdrücklich gewünscht und auch immer ausgeschrieben in unserer Mitarbeiter-App oder per Mail dann durch unsere Ausbildungsleitung. Ist immer gern gesehen und ja, auf Events bei Ständen wird immer Hilfe gesucht. Deswegen, wenn ihr die Chance dazu habt, nutzt das auf jeden Fall. Das sind coole Erfahrungen, die man da sammeln kann. Man macht Witze, man redet ernst, man hat ein gutes Verhältnis. Der Ausbilder kommt auch oft auf einen zu und man kann auch den Ausbilder immer ansprechen, der ist immer für einen da. Ich würde sagen, mein Verhältnis zwischen Azubi und Ausbilder ist relativ locker und relativ cool. Wir unterhalten uns auch viel über das private Leben, aber arbeiten halt dementsprechend auch stark zusammen. Ich glaube, das ist halt auch so eine coole Mischung, gerade wenn man sich halt versteht und auch über, ich sag mal, nicht nur über die Arbeit redet. Das ist dann dementsprechend ganz locker und auf jeden Fall auch ganz cool. Das Verhältnis zwischen Auszubildenden und Ausbilder kann man so in einem gar nicht beschreiben. Da ist immer variiert, weil man immer andere Ausbilder hat, weil man auch einen Abteilungswechsel immer durchnimmt und deswegen kann man
man da ja nicht wirklich genau sagen. Es kommt natürlich, glaube ich, immer auf den jeweiligen Ausbilder dann an. Aber generell ist das Verhältnis eigentlich immer super. Und es wird ganz oft danach gefragt, ob es einem gut geht oder ob man noch Wünsche hat, ob man sich wohlfühlt oder ob man vielleicht auch was anders machen würde. Also das Verhältnis ist natürlich respektvoll, aber auch freundschaftlich, würde ich sagen. Dankeschön. Gerne. Danke. Ja, gerne. Ach, Gottchen. Überzeugt? Jetzt bewerben und Teil des Teams werden.